Viele wundern sich, warum Rudolf Hess, als er im Knast gesessen ist und auf seinen Tod gewartet hat, aus irgendeinem Grund die Karte des Mondes an der Wand hängen hatte, über seinem Bett. Nicht mal der Erde, vom Mond. Den Mond hatte angesehen und hat gelächelt. Hess hat gewusst, dass der Mond von Menschen besiedelt war. Dort gab es riesige Städte unter Glaskuppeln, die man jetzt noch durch ein gutes Teleskop sehen kann. Jetzt haben wir den Mond verloren. Deshalb ist das Mondlandungsprojekt geschlossen. Sehr richtig, sprach darüber Hoagland, Richard Hoagland und Torrent, zwei großartige amerikanische Wissenschaftler, die dem Mondproblem bis auf den Grund gegangen sind. Jetzt sagten mir zwei der Hüter, die, mit denen ich gesprochen habe, sie sagten, die Erde befindet sich unter einer Glocke, unter einer starken Strahlenglocke. Die ist verschlossen. Aber die Schicht der Strahlung könnten sie nicht anheben, weil dann auf der Erde alles sterben wird. Alles Lebendige wird aussterben. Die Strahlung befindet sich gerade auf der Höhe, damit der einfache Mensch es schwer hat, über seine rechte Gehirnhälfte sich mit dem Schöpfer zu verbinden. Wir bekommen Informationen auf der intuitiven Ebene, gerade mal von der Qualität, die wir verarbeiten können, so wie unser Gehirn beschaffen ist. Fakt ist, dass sich die Erde unter einer starken elektromagnetischen Schicht befindet, die vom Mond ausgesendet wird und hier auf der Erde in den Bergen durch bestimmte Retranslatoren verstärkt wird. Frage: Warum gehen die Tibeter mit ihren Klöstern so weit in die Berge? Die Antwort ist einfach. Die gehen hoch in die Berge, weil dort das Feld schwächer ist. Die steigen in die Höhen und können mit dem Schöpfer besser kommunizieren. Wie soll man sich diesem Informationsfeld anschließen? Wie lässt sich jede Information leicht auslesen, ohne Bücher? Das ist nicht mal schwer. Man muss das erste Gesetz des Universums verstehen. Das erste Gesetz des Universums, das Gesetz der Liebe. Das erste Gesetz ist die Säule, um die sich die anderen 20 Gesetze bewegen. Wenn der Mensch auf diese Ebene kommt, wird er zum Teil des Schöpfers. Das heißt, der Schöpfer strömt durch ihn. Du kannst diese Schicht nicht durchstoßen. Für den Schöpfer gibt es nichts Einfacheres als das. Du bekommst auf geradem Wege das, was du willst. Alle unsere Genies, wenn wir die Genies betrachten, den Tesla zum Beispiel, den Leonardo, den großartigen Beethoven, Bach, der eine kosmische Musik komponiert hat, egal wen wir nehmen, aus der Kultur oder Wissenschaft oder Mendeleev, die waren alle besondere Menschen in ihrer Herzlichkeit, in der Herzchakra. Die konnten richtig mit Menschen umgehen, mit allem Lebendigen. Sie konnten lieben. Kein Schuft hat jemals Informationen von außen bekommen. Das muss man verstehen. Sie können das alles selber überprüfen. Als sie diese Offenbarungen bekommen haben, hatten sie gewusst, woher das kommt. Im Traum zum Beispiel. Das Träumen ist mit dem Unterbewusstsein stark verbunden. Und das Unterbewusstsein ist direkt mit den höheren Ebenen verbunden. Diese Sachen muss man verstehen. Womit hat Jesus angefangen? Er war ein Mensch, das war kein Gott. Er war ein Priester, er war ein Gelehrter. Er war eine großartige Figur. Er riskierte es, direkt in die Höhle des Judäa zu gehen und das vollständige Wissen über die objektiven Gesetze des Universums zu lehren. Womit hat er angefangen? Mit dem Gesetz der Liebe. Dieser kraftvolle Kanal der Verbindung des Menschen mit dem Schöpfer, wenn der Mensch ein Teil des Schöpfers wird, alle anderen Gesetze drumherum, das ist das Wichtigste. Diese Gesetze versuchte Jesus zu lehren. Tatsächlich hat man ihn vernichtet. Uns gab man statt der Gesetze, der objektiven Gesetze, es sind 22 Gesetze, uns gab man dafür die Gebote des Moses, die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht Ehe brechen. Das ist das einzelne Gesetz der Handlung, das Gesetz des Karma. Wenn du das machst, bekommst du das. Das ist das einzige Gesetz und es geht auch nur die Judäer etwas an. Wir brauchen die objektiven Gesetze. Das Gesetz der Liebe, 1. Das Energieerhaltungsgesetz, 2. Das Gesetz der Gleichheit, 3. Das Gesetz der Extreme, 4. Das Pendelgesetz, 5. Das Gesetz Gleiches zu Gleichem. Es sind viele. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Man muss länger darüber erzählen. Diese Gesetze versuchte Jesus zu lehren. Was hat das Christentum veranstaltet? Diese Gesetze wurden herausgerissen mit Blut aus der alten Zivilisation und wurden durch die 10 Gebote ausgetauscht. Als Jesus begann, diese zu predigen, hat man ihn vernichtet. Vernichtet. Jetzt müsste man theoretisch die Reformation des Christus neu durchführen. Von neuem muss man das einführen, was er uns zu vermitteln versuchte. Jetzt ist es aber eine andere Zeit. Wir müssen einfach zurückkehren zu unseren Wurzeln und den Menschen die Gesetze des Universums vermitteln. Dann könnten wir der Expansion der dunklen Mächte entgegenwirken.
die ich als Anunnaki bezeichne. Nennt sie, wie ihr wollt. Ihr könnt sie auch anders nennen. Es ist eine außerirdische Zivilisation, die uns das Kreditsystem aufgezwungen hat, uns das Geld aufgezwungen hat, zwang uns, um dieses Geld zu tanzen. Das Geld wurde zu unserem Gott. Das Geld vernichtet uns, bringt uns ins Grab. Ohne Geld können wir nicht lieben. Die haben sich das alles ausgedacht, diese Freunde. Das ist sehr gut entwickelt worden. Die russischen Leute, soweit ich weiß, die echten, mit der R11-Haplogruppe, die lassen sich nicht mit Geld korrumpieren. Die gehen recht ruhig damit um. Die geben das Geld auch leicht weg. Sie leiden nicht. Wenn das ein Grieche oder Türke ist, der sich riesige Sorgen macht, das kann sein. Der Russe aber nicht. Für ihn kommt und geht das. Unsere Genetik existiert noch, sie hält sich noch. Wenn wir zur Erkenntnis der objektiven Gesetze des Universums zurückkehren, kommt unsere Wissenschaft wieder auf, die wir verloren haben, die viele Jahrhunderte von der Inquisition vernichtet wurde. Die Wissenschaft der Psychophysik, das, was man im Volksmund als Magie bezeichnet. In Wirklichkeit ist es die Psychophysik, die Verbindung der feinstofflichen Felder mit dem Bewusstsein des Menschen. Dann werden wir die fünfte Dimension verstehen, die sechste Dimension, die siebte, die achte, woher die höchsten Energien in unsere dreidimensionale Welt fließen. Wir lernen, mit diesen Energien umzugehen. Dann werden die dunklen Mächte zerdrückt werden.